Das ist aber eine stumpfe Waffe, die können wir noch nicht so gebrauchen. Stabschleuder plus 1. Nein, Talisa ist nicht die, die mit zwei Handwaffen kämpft. Doch sonst hast du wohl nichts. Prunkhardische oder sowas wäre nicht schlecht, aber ich glaube, Prunkhardische hat ja noch keine. Doch da ist ein Feldhardisch. Beschlagener Lederwams. Und da ist der super Zweihänder, der fast nichts wert ist. So, Kalid verkauft dir die Edelsteine, die er hat. Minsk verkauft dem Flegel die Edelsteine, den Dolch. Yahira hat. Ah, die Verletzungspfeile können weg, Yahira, und im Fernkampf nicht so wirklich. So, an Kugeln und Zauberstäben bist du nicht interessiert. So, das ist bei der Rüstungsklasse minus 3. Der bringt leider niemandem mehr was. Ihr beide könnt ihr nämlich nicht tragen. Das wäre auch ulkig, wenn Dünner hier total überladen wäre. Nein. Und sein Inventar ist schon wieder voll. Gibt's doch nicht. Damit warst du halt eben die auf. Was? Beinahe unter meiner Nur ein Würde. klitzekleines Und bisschen mehr, kann ich alles machen, was ihr du wollt. verkaufst die Plattenrüstung so. Die ist jetzt zwar allerdings etwas schwer, die der Fetanisch. Gewicht 70. Das Ding hat nur Gewicht 50. Naja, gut, 20 Steine schwerer. 20 LBS. Wir Stein haben sagt jetzt Blut. schon, das ist. Das hier ist kein schwarzes Beinahe Auge, unter meiner das Würde. ist Dungeons and Dragons. So, ich glaube, der Dieb war hier drin in der roten Garbe. Genau, da steht schon wieder Garrick im Weg. Sir. Ich tue mein Was Bestes. wollt ihr? Der steht halt da immer da für den Fall, dass wir ihn doch noch mal anheuern wollen. Kann im Moment niemanden gebrauchen. Nichts leichter als das. Dann verschwindet er. Ja, gut. Und da ist er. Nee, das ist Perdu. Perdu. Was wollt ihr? Nichts leicht. Gut. Den wollen wir nicht. Dann ist er doch hier vorne im brennenden Zauberer. Vielleicht. Wir werden sehen. ETW von 17 ist wirklich nicht so toll. Da hat Khalid einen besseren mit 10. Und Minz mit 12. Sie hat 14. Sie 13. Nur sie hat 18. So. Gut. Ich wünschte, ich Hallo. Hätte meine alte Tabaks euch schickt der Himmel. Hier ist all das Gold, das ich euch gestohlen habe. Ich bin zwar ein Kleptoman, aber zumindest ein ehrbarer, stimmt's? Ich gebe euch auch noch 100 Goldmünzen dazu. Betrachtet es als Anzahl auf euren Tascheninhalt. So, 300 Erfahrungspunkte. Tagebucheintrag. Zulok macht in unseren fortwährenden gemeinsamen Therapiesitzungen Fortschritte. Ja, der schwarze Humor von Baldur's Gate. Er hat seine kleptomanische Veranlagung zugegeben und ist sogar so weit gegangen, das Gold zurückzugeben, das er bisher von uns gestohlen hat. Am erstaunlichsten war jedoch, dass er uns 150 Goldstücke mehr angeboten hat, als eigentlich fällig gewesen wäre. Traurigerweise bezeichnete er dies als Anzug auf den Inhalt meiner Taschen. Ich habe jedoch die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er mit der Zeit geheilt werden kann. Nicht oh ja, da ist ein das. Fehler im Tagebuch. Wir haben nur 100 Goldmünzen mehr gekriegt und die 15, die er uns geklaut hat. Gut, dann einmal bitte in Feldposts Wirtshaus.
Da muss ich mal kurz überlegen. Den Block sind wir abgegangen, den Block sind wir abgegangen. Den und hier oben waren wir. Das heißt, der Block hier, das sind nur 4 Häuser. Die mache ich allerdings, wenn wir aus dem Schaftsanwald, also aus dem Räuberlager zurück sind. Und den Block hier mache ich, bevor wir in Richtung Baldurs Tor latschen. So, jetzt einmal bei Feldpost Zeug verkaufen und schlafen. Was habt ihr anzubieten? Also erstmal handeln. Die Geschichte von Tit hier, die will ich nicht im Inventar. Die brauche ich nämlich nicht. So, und den ganzen Schmuck, Trank der Stärke, Maves Säurefeil, Gegengifte. Kann alles verkauft werden. Hätte ich hier noch Tränke, die weg könnten. Schutzformeln hätte ich auch noch gerne behalten. Und du hast auch nichts mehr. Was? Gut. Und einmal schlafen wollte ich bitte. Bei mir ist das Bier billig. So, da sehen wir doch gleich etwas frischer aus. Ja, gut. Gut. Wir können einfach gen Süden die Karte verlassen und uns aufmachen. Erst einmal in das Gebiet und dann geht's ab nach Larswood. Dann Peltdale. Peltdale und dann ins Räuberlager, von dem wir zum Glück schon einigermaßen eine Idee haben, wo es liegen könnte. So, einmal hier lang. So, das Gebiet hat wieder ein bisschen mehr an Größe. Nichts leichter als das. Deswegen gehen wir es einmal schön ab. Quicksave habe ich gerade gemacht, sehr gut. Ausgeruht sind wir alle, voll geheilt nicht, aber... Könnten wir eigentlich kurz machen, aber nö, das machen wir nach dem nächsten Kampf. Ein bisschen heilen. Eure Diensten. Du hast schon ihre Führung, ja. Gut. Das wollte ich nämlich gerade mal gucken, wenn wir wieder auf Magier treffen sollten, was der Fall sein könnte. Dass wir wenigstens einen von ihnen irreführen können. Ich weiß gerade gar nicht, ich muss mal kurz lesen. Doppelgänger nämlich. Durch den Einsatz dieses Zaubers lässt der Magier 2 bis 8 genaue Abbilder seiner Gestalt rund um sich erscheinen. Diese Spiegelbilder tun alle genau dasselbe wie er, da der Zauber überdies ein leichtes Flimmern der Luft und eine optische Verzerrung verursacht. Wenn er angewandt wird, ist es für den Gegner unmöglich, den echten Magier von den Illusionen zu unterscheiden. Wird ein Spiegelbild durch einen Nah- oder Fernkampf getroffen, so verschwindet es augenblicklich. Doch alle anderen Ebenbilder des Magiers bleiben unversehrt erhalten, bis sie selbst getroffen werden. Die Spiegelbilder verschieben sich von einer Runde zur anderen, sodass es selbst nach einem gegen einen echten Magier gezielten Treffer nicht möglich ist, diesen weiter im Auge zu behalten. Ja, ich weiß nicht, ob das auch für Zauber gilt. Ob Zauber ihn dann auch nicht mehr richtig treffen, also Zauber, die den Geist benebeln. Gerade Irreführung ist da so sehr wichtig. Damit die Magier nicht mehr richtig zaubern können. Auch wenn sie gespiegelbildet sind. Ah, Tasno hier. Ein Waldschrat. Ja, Waldschrat. Waldschrat ist etwas Garstigeres. Sehr vergiftet, der nicht genau.
Ja, beinahe unter meiner Würde. Okay, das hat Lynx gar nicht gefallen, vergiftet zu werden. Ja, oh allgegenwärtige. Deswegen halten wir jetzt Lynx mal am besten. So. Nichts leichter als das. Guck mal, was der Waldschrat gefloppt hat, ein Edelstein. Wenn niemand besser geeignet ist, unter meiner Würde. Sehr schön. So, jetzt verfolgen wir den Tasloi weiter. Genau, der steht da nämlich einfach so am Bildschirmrand und ist tot. Sehr gut. Das drückt uns langsam in Richtung Stufe 4. Was jedenfalls mehr Zauberslots bedeuten dürfte. Für Talisa. Wenn auch keine neuen Zauber wahrscheinlich noch. Ah, gehen wir erstmal hier so runter. Und decken das ein bisschen im Zickzack auf. Das geht wahrscheinlich etwas schneller, als einmal rund um den Rand zu laufen. Und wenn wir wieder oben sind, sollten diese wir nach Gruppe oben ist gucken. Außerordentlich vielversprechend. Wir haben noch gar nicht zum Rand hier rausgeguckt, oder? Gucken wir mal schnell. Sagen wir doch nah dran, sind an dem Rand. Ja, ich weiß gar nicht, ob Waldschrate respawnen. Also abgesehen davon, wenn wir rasten, dann können wir hier auftauchen. Okay, da ist nur Lars. Gut. Aber ob sie so respawnen, wenn wir ein Gebiet verlassen oder speichern und laden, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Oh, hier ist ein... Das sieht aus wie Ruinen. Okay. Ja, da sind Ruinen. Tatsache. Noch eine Tasloi. Die töten wir mal. Oh, und von denen hat einer eine Schriftrolle dabei. Schlaf. Also echter Schlaf. So. Nähern wir uns mal diesen Ruinen von Süden. Oh. Hättet euch besser vor meinem Zorn. Wie schade, dass wir euch an so einem Tag wie heute kennenlernen müssen. Normalerweise haben wir gerne Besuch, aber in diesen unruhigen Zeiten ziehen wir es vor, unsere Ruhe zu haben. Wir können uns einfach nicht leisten, dass jemand unseren Aufenthaltsort fährt. Deswegen müsst ihr sterben. Also ja. Irgendwelche geheimniskrämerischen Magier. Sie sagt schon, wir haben keine Angst vor einem Haufen rot gekleideter Irrer, die sich aufspielen wollen. Das tut schon mal darauf hinweisen, dass das Tay-Magier sind. So wie Edwin, den wir in Nashke getötet haben. Aber wir versuchen es mal diplomatisch, weil... er sagt ja, normalerweise haben wir nichts gegen Besuch, also vielleicht können wir mit ihm noch verhandeln. Nur einen Augenblick, wir werden euch nicht belästigen, lasst uns einfach weiter und ihr werdet uns nie wiedersehen. Tut mir leid, aber die roten Magier von T sind nicht gerade für ihre Großzügigkeit bekannt. Wir müssen euch töten. Okay. Was wollt ihr? Moment, ich habe gerade aus Versehen meinen Ton abgedreht. Ich bin ganz Ohr. Das ist nicht so gut. Du machst jetzt mal deine eigenen Spiegelbilder. Ihr habt eine Aufgabe? Und du versuchst mal Irreführung. Da hinten sind nämlich ein ganzes Dutzend von denen. Was? So. Euer Leben liegt in meiner Hand. Okay, wir wurden gefiert.
So, jetzt konnten wir entführt werden. Was wollt ihr?